Hallo, willkommen im 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema doppelter Boden bei Goldaktien. Gegenbewegung voraus. Disclaimer. Doppelter Boden bei Goldaktien. Gegenbewegung voraus. Der GDX zeigt ein bullisches Muster in der Hypothese, dass dieser doppelte Boden in positiver Divergenz ähnlich dem im März 2023 ähnelt. Es ist eine Hypothese auf der bullischen Seite, die fallende Renditen und einen fallenden US-Dollar voraussetzt. Während die letzten schwachen Hände aus dem Markt geschüttelt werden, kauft in diesen Phasen immer wieder Smart Money diese Tiefen auf. Und genauso dürfte auch dieses Mal sein. Ja, gut. Sie sehen, ich bringe einfach nur die Gedanken der verschiedenen Statisten hierüber. Ich würde einfach sagen, im Wesentlichen sieht man es bei diesen Goldaktien, dass sie im Prinzip nicht mehr weiterfallen können. Viele haben ihr Tief bereits erreicht, einige im Oktober, November und sind weiter bereit zu steigen. Trotz negativster Stimmung gibt es einige Anstiege zu beobachten, und ich denke, das sind mehr oder weniger die Vorläufer, und in wenigen Monaten werden vermutlich der Gesamtmarkt hochgehen. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus Quebec, Kanada, moderates Risiko an der Stelle. Also das ist eine ehemalige Mine, die sich nordöstlich des Pics Val d'Or in Quebec befindet. Die produzierte zwischen 1996 und 2010 2 Millionen Gold und 70.000 Tonnen Kupfer. Die legt, wie gesagt, Sie sehen das hier unten auf der Karte, südlich der James Bay. Oben ist in der Mitte da der Hudson, und dann James Bay, links Ontario, rechts Quebec. Und dort ist dann der Abitibi-Greenstone-Belt. Da gibt es bis zu 200 Millionen Unzen Gold. Und rechts oben ist im Prinzip das Gebiet. Ja, es ist eine jährliche Produktion von 250.000 Unzen anvisiert. Gesamtkosten sind 1.300 Dollar pro Unze. Über 100.000 Hektar haben sie. Und jetzt noch eine Meldung von relativ kurzem. Die haben ihre Mineralressource angepasst um 447% auf 2 Millionen Gold, allerdings Low-Grade 0,69 Gramm pro Tonne und in einem Ferrit auf der Bar 1,8 Millionen. Also, nehmen wir mal an, das hängt auch damit zusammen, dass jetzt hier der Chart in eine positive Richtung geht. Das sind halt Unternehmen, die in einem Goldboom wirklich exorbitant profitieren sollten. Und wie gesagt, das ist meiner Meinung, weil Produktion in Sicht ist, ist es moderat, dass vielleicht. Klar, überall in jedem Goldprojekt gibt es nur etwas höheres Risiko, aber ich würde es moderat bis hohes Risiko einschätzen. Meiner Meinung nach sehr interessantes Unternehmen. Hatte damals während des letzten Goldbooms eigentlich von der genau selben Höhe, wie Sie sehen, ging es dann hier mehr oder weniger von 50 Cent auf 1,60 Dollar. Und wir hoffen natürlich, dass diese Höhen dann wieder schnell erreicht werden können. Und wenn dann die Produktion richtig vorankommt, die Ressourcen vielleicht nochmal erweitert werden, neue Entdeckungen gemacht werden können. Dass bei dem guten Rechtsgebiet, dass es eine Gewinneraktie in dem Goldboom sein könnte. Ja, steigt Gold analog in 1970er von 2000 auf 8.500 Dollar, ist denkbar. Die Statisten im Wesentlichen schätzen das Gold auf 2.500 Dollar bis Silber 50 Dollar steigen wird, aber allerdings 1979 nach der Korrektur ist Gold von 200 Dollar auf 800 Dollar gestiegen. Das würde heute analog bedeuten 8.500 Dollar. Das kann passieren. Wie gesagt, nach langen Jahren der Lethargie und der frustrierten Marktteilnehmer kann sich sowas entwickeln. Oftmals ist es so. Damals hat sich dann der größte Goldaktienbullenmarkt aller Zeiten entwickelt. Der NRD Mining 5 Cent auf 19 Dollar, Silver Stacks Mining 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar. Und wir hoffen natürlich auf ähnliche Ergebnisse, zumindest, dass es in diese Richtung geht. Ja, warum sind Penny Gold Aktien interessant? Ja, weil sie in kurzer Zeit exorbitant steigen können von einem sehr depressiven
Nummer hier, wie zum Beispiel Sie sehen es, also es geht lange lethargisch runter hier von 2011, sehen Sie das, hier bis 2015 auf fast null, nur um dann innerhalb weniger Monate das Hundertfache zu steigen. In dem gleichen Zeitraum ist Gold eben nur von 1000 Dollar auf 1300 Dollar gestiegen und diese Aktie eben um das Hundertfache. Das heißt, hier haben wir es mit der Aktie um 10.000% gestiegen, Gold um 30%. Das heißt, es ist ein 300 Mal besseres Investment als Gold selbst. Und das ist vielen nicht bewusst. Und da liegt auch eben das Potenzial der Goldaktie. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktie zu identifizieren, nach Risiko zu sortieren, den Potenzialfaktor zu errechnen, wenn es möglich ist. Den Report finden Sie in der YouTube-Beschreibung. Ja, gern allgemein. Vorteile von Goldaktien. Ja, Sie können eben mehr, wesentlich mehr steigen in dieser Phase als Gold, 10 bis das Hundertfache, wie ich gerade gezeigt habe. Sie können eben daher auch von Goldaktien leben, ohne das Gold und Silber verkaufen zu müssen. Wenn man Gold und Silber verkauft, dann ist es sicherlich dann wirklich am absoluten Höhepunkt, also absolut, wenn die Situation, wenn der Notfall sozusagen eintritt. Wenn der Notfall eintritt, haben wir Maximalpreise und alle Assetklassen sind billig, dann muss auch Gold und Silber verkauft werden. Aber bis dahin, denke ich mal, könnten Goldaktien interessant sein. Goldaktien wurden noch nie verboten. Gold wurde zum Beispiel 1933 in den USA verboten. Wie gesagt, wobei ich jetzt nicht Angst machen will mit dem Goldverbot. Aber es könnte eine Phase sein, da ist es einfach schwierig, unter den gegebenen Bedingungen Gold und Silber zu verkaufen. Vielleicht ändert sich auch das politische System und danach ist es nicht. Also, aber das Alte, bevor es abtritt, kann noch mal einigen Ärger machen und dann sind sie elegant aus der Sache raus, können ein bisschen Goldaktien verkaufen und davon leben und könnten so zumindest diese Hürde umgehen. Also Goldaktien steigen auch in der Depression, wie Homestake Mine von 1929 bis 1935 hat sich verdoppelt. Das vor dem Hintergrund, dass der Dow Jones von 340 auf 40 Punkte von 1929 bis 1932 dem absoluten Tief gefallen ist. Das heißt, der Aktienindex nimmt 90% zurück und diese Goldaktie verdoppelt sich. Also damit konnte man die Depression gut aussetzen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren, vielleicht ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Vielleicht noch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.